Ja, und topfit scheint auch er hier sich zu fühlen. Dieter Maschine Birr. Fast 5 Jahrzehnte war er mit den Pudis unterwegs. Und die Maschine läuft auch ohne Pudis weiter. Der 72-Jährige hat sein 3. Soloalbum produziert. Und hier im Landesfunkhaus gab es seine 9 Songs exklusiv live zu hören. Die Karten konnte man bei MDR1 Radio Sachsen gewinnen. Und wer zu den Glücklichen gehörte, der erlebte dann ein intimes Konzert mit einigen Überraschungen. Kalter Regen fiel, die Scherben las herab. Und der, oh komm, wir fangen nochmal an. Ich habe mich jetzt ein bisschen verzettelt. Ja, das ist ganz neu. Wir spielen heute zum allerersten Mal zusammen. Am Anfang war auch schon mal eine andere Harmonie. Wisst ihr was? Ich ziehe erstmal meine Jacke aus. Es ist nämlich ziemlich warm hier. Dieter Birr alias Maschine traf auf textsicheres Publikum. Sein 3. Soloalbum Neubeginner ist erst seit einigen Wochen auf dem Markt. Ich glaube, das ist für die Leute eine neue Erfahrung, einfach mal die Musiker hautnah zu erleben. Sonst auf großen Bühnen sieht man ja die Musiker nur mehr oder weniger vom Weiten mit Riesenlicht und so weiter. Und das ist jetzt eigentlich fast ohne Licht, jedenfalls keine Show, kein großes Showlicht, bisschen bunte Lampen, ist alles. Und hier zählt einfach nur die Musik. Mit an seiner Seite Uwe Hasbecker von Silly, Produzent Markus Gorstein und als Überraschungsgast Ella Steinmetz von Ella Isa. So viel gesehen, so viel hinter mir gelassen. Auf Tour geht Maschine im Januar mit größerer Besetzung und noch mehr treuen Fans.